Servus, ich bin der Matthias, der Testchef des World of MTB Channels. Heute stelle ich euch das Giant Trends X des Modelljahres 2021 in der Ausstattungsvariante 1 vor. Mit der Trends X Modellserie erweitert Giant für 2021 ihr Trailbike-Portfolio der 29 Zoll Bikes. Somit schließt das Trends X die Lücke zwischen dem federwegsärmeren Trends Modell und dem potenten federwegsstarken Enduro Modell Rain. Das Trends X rollt wie erwähnt auf große 29 Zoll Laufrädern. Die Federgabel verfügt über 150 mm Federweg. Der Hinterbau generiert einen Federweg von 135 mm. Giant bietet das Trends X in insgesamt 6 verschiedenen Modellvarianten an. Dabei gibt es 3 Ausstattungsvarianten mit einem Aluminiumrahmen und 3 Ausstattungsvarianten mit Carbonrahmen. Doch dazu später mehr. Hier zu sehen ist das Trends X1. Dieses bildet das Topmodell der Aluminiummodelle ab. Hauptrahmen wie Hinterbau werden aus Aluminium gefertigt. Der obere Dämpferumlenkhebel wird aus Carbon gefertigt und soll somit noch leichter und steifer sein. Selbstverständlich kommt das Giant im bekannten und längst bewährten Maestro-Hinterbausystem, das sich durch 2 Umlenkhebel und 4 exakt positionierte Drehpunkte auszeichnet und somit einen virtuellen Drehpunkt erzeugt. Durch ein allzeit aktives Ansprechverhalten bei zugleich hoher Antriebsneutralität und Effizienz zeichnet sich das Hinterbausystem aus. Eine Besonderheit am neuen Trends X ist ein Flipchip am oberen Umlenkhebel. Dabei lässt sich die Geometrie in eine flachere oder eine steilere Position justieren. Sprich, der Lenkwinkel beträgt wahlweise flache 65,5 Grad oder 66,2 Grad. Der Sitzwinkel beträgt dabei 77,2 oder 77,9 Grad, sowie sich die Tretlagerhöhe um 10 mm verändert. Giant bietet das Trends X in 4 verschiedenen Rahmengrößen wie Small, Medium, Large und Extra Large an. In der Mediumgröße beträgt der Reach je nach Flipchip-Einstellung 456 bzw. 464 mm. Die Kettenstrebe messen eine Länge von 438 bzw. 435 mm. Innen verlegte Baudenzüge, eine Flaschenhalteraufnahme sowie Rahmenschützer an den typisch gefährdeten Stellen sind für Giant eine Selbstverständlichkeit und runden das Trends X optisch wie praktisch ab. Wie anfangs erwähnt, bietet Giant das Trends X in insgesamt 6 Ausstattungsvarianten, 3 Modelle mit Aluminiumrahmen und 3 Modelle mit Carbonrahmen an. Die Rahmengeometrie ist bei Alu und Carbon identisch. Das Trends X3 bildet den Einstieg in die Alu-Version für 2.599 Euro, gefolgt vom Trends X2 für 2.999 Euro. Das Trends X1, wie hier zu sehen, wechselt für 3.999 Euro den Besitzer. Die Carbon-Modelle nennt sich Trends X Advanced Pro. Mit dem Advanced Pro 2 holst du dir die Carbon-Einstiegsvariante für 4.299 Euro nach Hause. Das Advanced Pro 1 ist die mittlere Ausstattungsversion für 4.999 Euro. Und das Top-Modell, das Advanced Pro 0, rollt für 8.299 Euro über die Ladentheke. Unser hier gezeigtes Testbike, das Trends X1, wiegt 14,2 Kilogramm und ist wie folgt ausgestattet. Beim Fahrwerk bedient sich Giant aus dem Hause Fox und verpasst dem Trends X1 eine Float 36 Performance Elite Federgabel und einen Float DPX 2 Performance Luftdämpfer. Die Shimano XT Schaltgruppe ist mit einer SLX Kassette und einer Abstufung von 10 zu 51 Zähnen kombiniert. Dadurch wird eine Übersetzungsbandbreite von 510% generiert. Ebenso entspringt die Bremsanlage aus der Shimano XT-Serie. Verschiedene Anbauteile wie Cockpit und Sitzzone kommen von Giant selbst. Ebenso stammt der TR1 Laufradsatz aus dem Hause Giant. Die Bereifung kommt von Maxxis. In Rahmengröße Medium beträgt der Reach je nach Einstellung lange 456 oder 464 mm.
Aufgrund des recht steil gewählten Sitzwinkels fällt die Sitzposition bei einer Körpergröße von 1,75 m vergleichsweise recht kompakt aus. Der steile Sitzwinkel positioniert uns sehr zentral über dem Bike. Das zum einen für eine gute Kraftübertragung auf die Kurbel sorgt und zum anderen den Giant ein tolles Kletterverhalten spendiert. Bergan bringen wir viel Druck auf das Vorderrad. Der Maestro-Hinterbau zeigt sich antriebsneutral und vortriebsorientiert. Mit der 510%igen Übersetzungsbandbreite und dem 30er Kettenblatt meistern wir auch steile Auffahrten mühelos. Poppig und leichtfüßig lässt sich das Bike über die Trails jagen. Schnelle und flinke Manöver setzt das Giant blitzschnell um und lässt den Spieltrieb auf ein Maximum steigen. Speziell in der steileren Geometrieeinstellung. Doch auch in der flacheren Einstellung legt das Giant ein spritziges und agiles Handling an den Tag. Speziell aktive und verspielte Fahrer wird das Bike vollends zusagen. Der Hinterbau zeigt sich gewohnt geschmeidig im Ansprechverhalten und bügelt alles platt. Immer mit einer kleinen Reserve im Petto für härtere Einschläge. Die Fox-Gabel performt ebenso an der Front und die 150 mm stecken so einiges weg. In Anliegern bietet das Fahrwerk die nötige Straffheit, um nicht im Federweg zu versinken. Lenkmanöver setzt das Giant direkt und präzise um. Über Wurzeln und Steinkanten zieht der Fahrer gerne ab. Das Bike verleitet einen förmlich dazu. Folgende Punkte haben uns am neuen Giant sehr gut gefallen. Das potent geschmeidige Fahrwerk, die Flipchip-Verstellung, die tolle Uphill-Performance, die Agilität und das spritzige Handling bergab sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Geschmackssache ist sicherlich die recht kompakt gewählte Sitzposition. Wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like hier und abonniert unseren Kanal.